Verdammt! Oh, ich höre dich auf der Komm. Alles gut? Ja, wir hätten mehr machen müssen. Ich weiß, aber in der Situation, alle haben den Alarm gehört. Keiner ist zu den Kapseln gerannt. Sie waren tapfer. Sie haben versucht, das Schiff zu halten. Aber warum? Es war die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für die gesamte Menschheit. Endlich die Sterne zu erreichen. Dann hätten wir aber auch mehr tun müssen. Das hätten wir in dem Moment tun können. Wir haben das Schiff nicht gekannt. So, ja. Da bin ich wieder. Oh, Gott. Ich habe mal ein paar Scans für das Pflanzenleben gemacht. Scheinbar haben wir hier kompatible Biomaterie, also Nahrung zu beschaffen sollte nicht so das Problem werden. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir schon mal gucken, was wir alles noch aus dem Schiff retten konnten. Ja. Und es zusammenwerfen. Ich habe uns hier einen portablen Constructor hingestellt. Ich sehe, hat Dante schon mal ein Zelt hingestellt. Ich würde sagen, jeder wirft, was wir haben, rein. Das ist Standardausrüstung, das habe ich immer dabei. Ja. Dann du bist halt unter Sicherheitsoffizier. Im Moment fühle ich mich gerade nicht so. Ja, sie haben noch den Job, uns über Wasser zu halten, also. Darauf kannst du giften im Center. Ich habe nicht vor, noch jemanden zu verlieren. So, was habe ich denn hier? Ich habe ein paar Medipacks gehabt. Ich habe noch etwas Sprit gefunden. Ich habe ein paar Antiparasiten-Spritzen mitgehen lassen können. Ein bisschen Nahrung habe ich auch noch. Ja, und ein Schrotflint habe ich auch gefunden. Okay, dann bin ich dran. Also, ich habe ein paar Binden. Frag mich wie einer, wo ich den Schotter her habe, keine Ahnung. Haben Sie den noch auf dem Markt oder nicht? Wahrscheinlich. Andenken, ja. Hast du ein neues Hobby? Ich schmeiß einfach mal alles rein, was ich jetzt habe hier. Ja, die Namiten im Konstruktor sollten in der Lage sein, aus dem Schotter vielleicht was. So, ich habe alles reingeschmissen. Bis auf das Motorrad und das Survival Tool, was ich auch ebenfalls immer dabei habe. Das gehört ja zur Standardausrüstung. Ja. Gut, wie ich sehen kann, wir haben schon einiges. Wir haben schon einiges, das ist gut. Von euch hat keiner eine Pistole? Nein. Ich würde sagen, ich nehme dann die Munition. Doch, die habe ich vergessen. Entschuldigung, ja, ich habe noch eine Pistole. Ja. Ach, du hast eine Pistole. Dann ja. Würde ich übrigens auch vorschlagen, wir sind per Du. Wir sind jetzt gestrandet. Ja, würde ich auch. Dann teilen wir uns die Pistolenmunition, würde ich sagen. Und ja. Du hast schon eine Waffe, Dante. Ne, die habe ich jetzt gerade mit reingeschmissen, okay. Aber die nehme ich dann gleich wieder. Würde ich dir empfehlen, als Sicherheitschef. Okay. In der Tat. Dann kralle ich mir mal die Schrotze. Gut. Obwohl, ich könnte die Schrotmunition auch nochmal teilen, wenn jemand... Die ist bei dir besser aufgehoben. Ja, okay. Wir sollten eine Waffe in Reserve halten. Ich meine, Waffen sind nicht wie guter Wein. Sie werden durch Benutzung nicht... Ja. Na, das, da gebe ich dir recht. Gut, ich würde sagen, wir haben 7 Gesundheitspacks. Okay. Ich splitte sie mal. Einer von euch hat halt 3, der andere und ich 2. Seien Sie aber sparsam mit dem Packs, das ist hochkonzentriertes Zeug. Also wenn es nicht wirklich um Leben und Tod geht, nehmen Sie bitte am besten die Bandagen. Die Bandagen? Ich nehme da mal bloß 2. Binden meine ich. Achso, ja, okay. Ja, Bandagen halt. Ja. Ja. E-Packs, das sind spezielle medizinische Naniten, die sie eigentlich fast von den Toten wieder zurückbringen wollen. Es wäre eine Verschwendung, sie wegen einem aufgekratzten Arm zu verwenden. Da gebe ich dir recht. So, ich habe auch mal aufgeteilt. Ich habe mir 8 Bandagen genommen, also Binden. Für euch sind jeweils 9 Stück drin. Von den 10 Emergency Rations hole ich mir auch mal 3 Stück raus. Gut. Und von den Energy Bars hole ich mir dann jedoch 6 Stück raus. Aber da ist auch noch richtiges Essen drin. Oder wollen wir das hier lassen? Hier lassen also, wir überhaupt nichts. Nein, ich meine jetzt wegen Aufteilen. Wie sieht das aus, Xento? Ich sehe, wir haben auch noch den Drill, den Bohrer.
Ich habe auch schon leichte Erfahrungen mit dem Bohrer. Oder wollen Sie den haben? Nein, das ist gut, wenn Sie Erfahrung damit haben, ist das okay. Ich Gut. habe schon ein paar Scans des Gesteins vorgenommen. Es gibt einiges an Oberflächenmetall und Legierung, die wir schnell abbauen können, aber für größere, ergiebigere Erzvorkommen müssen wir halt den Bohrer benutzen. Gut. Aber ich würde sagen, mit dem Bohr werden wir alle unsere Erfahrungen machen, hä? Ja. Ja, sicher. Wenn wir erstmal einen richtigen Stützpunkt aufgebaut haben, wird das nicht so das Problem sein, denke ich. Wir werden eh in Schichten Wir werden vorgehen. in Schichten vor. Ja, und keiner geht allein. Und solange wie wir keine sichere Basis haben, werden wir drei zusammenbleiben. Ja, auf jeden Fall. Unseren ersten Unterstand werden wir eher aus leichtem Material wie Holz bauen oder aus normalem Stein. Weil dieses Zelt. Metall ist momentan wertvoll. Das sollten wir nicht Aber für letztes. Xentor, für dich müsste es doch eigentlich von Interesse bedeuten, ob hier anderes Leben existiert. Ja, Und sicher, nicht aber wenn. nur diese Prädatoren. In der Tat, das ist von Interesse, aber ich denke, erstmal sollte als Primärinteresse bestehen, dass wir unser Überleben sichern, oder? Ja, dies steht an erster Stelle. Leute, Gürtelforschung kommt danach. es kommen Geräusche aus dem Wald. Ich würde an eurer Stelle mal alles schnell aufteilen. Nicht, dass wir von irgendeinem Vieh angefallen werden. Okay, da gebe ich dir recht. Was machen wir mit dem Notfallsauerstoff? Vielleicht brauchen wir ihn ja mal, also wegwerfen würde ich ihn. Nee, wegwerfen nicht, wenn dann nimmt dann nimmt ihn jemand mit. Ich nehme mal noch die transportable Heizung mit. Ja, die brauchen wir sehr dringend. Die hier können wir ja auch wieder mitnehmen. Ja, wie gesagt, zum Anfang wird erstmal nichts zurückgelassen. Ja. Wie Genau. machen wir das mit den Gegengiftspritzen? Ich habe eine genommen, jeder sollte eine nehmen. Ich habe noch keine. Ja, du kommst da gerade auch noch nicht ran. So, Diese ich Augmented Reality steck ist klasse. die zweite Waffe bei mir ins Inventar mit. Glücklicherweise haben wir den Nanokonstruktor dabei und er hat auch schon So, Baupläne für weiterführende Projekte. ich würde sagen, den Rest des Kanxento einstecken. Ja. Ihr solltet euch auch eine Antiparasitenspritze mitnehmen. Habe ich auch Ich schon. habe eine. Voll übrig, ja. Nehme ich die mal zur Reserve mit. Wissen nicht, was ihr für Viecher rumkaufen. Ja. Captain, Ja. mein Captain, wie wäre es jetzt Ich schon hebe eine Art, Ohren an. in welche Richtung? Ja. Oh, verzeihen. Wow. Ein nervöser Finger, Ja, ich dachte, da wäre was. Captain, Sie sollten den Treibstoff für den Bohrer einstecken. Das werde ich. Ich würde in circa Richtung Westen losgehen. Dort könnte ein interessanter Platz für uns sein, im Grünen. Ich stecke gerade mal den Treibstoff ein. Und wir haben hier noch restlich Essen und Kugeln. Xentor, steckt die Kugeln ein und deckt euch mit dem Rest ein. Ich habe jetzt mal alles, was außer der Reihe ist, in meinen Kompressionsrucksack gepackt. Du solltest aber noch den Treibstoff einstecken. Ehren. Ah, Verzeihung. Gut. Glücklicherweise ist unsere Ausrüstung mit neuartigen Kompressionsrucksäcken ausgestattet, die uns erlauben, bis zu 600 Kilogramm zu tragen. Okay. Das Zelt hinterlässt komische Spuren. Der Ja, gut, also Planet jetzt. ist interessant. So, Crew, genau. Satteln wir auf. Ich komme mir vor, fast wie im Wild West. Ziemlich viel Sand auf diesem Planeten. Ja, wir sind in einem Wüstengebiet gelandet. Kennst du noch den alten Film, wo es diese Riesenwürmer gibt?
Oh mein Gott. Ich hoffe mal, dass es nicht hier so ist. Oh ja. Oh, Vorsicht, Ach. Büsche. Langsam, langsam. Rechts ist Wasser. Seid ihr noch da? Ja, ich bin noch da. Ja. Oh, da bist du. Gut. Hier sind Steine. Die müssen wir mit unserem Dinosaurier-ähnliche Lebensform und sie sind nicht freundlich. Ich habe gerade ein Problem mit meinem Moped. Ich habe es. Da ist noch ein weiterer. Xento, wo bist du hin? Bin aus dem Weg gefahren. Ich brauche mehr Schwung, um den Berg hochzukommen. Da kommt noch einer. Ich würde empfehlen, nicht am Hang zu bleiben, sondern erstmal auf plane Fläche. Oh. Hier ist eine Riesenspinne oder was ist das? Gott, eine völlig unbekannte Lebensform. Alter, der Planet ist ganz schön aggressiv. Vielleicht hätten wir noch bis Tagesanbruch warten sollen. Das wäre eine Maßnahme Hier sind gewesen. mehrere von diesen Viechern. Die größeren scheinen passiver Natur zu sein. Wir müssen eng beieinander bleiben. Da hinten sind auch noch Tiere, aber ich glaube, sie rennen weg. Du glaubst? Ja, sie entfernen sich. Das Leuchtarschwesen scheint aber nicht so passiv zu sein. Das ist ein sehr wissenschaftlicher Name, Xentor. Ja, komm, er Dann ist der gucken wir Erste. halt beim Namen, Herr Gott, nochmal. Er ist der Erste, der sieht. Oh, Xentor, ich habe eine Pflanze entdeckt. Leute. Leute. Ja. Eingeborene entdeckt. Wo? Bei mir, vor mir. Beweg dich nicht, bleib ruhig. Sie scheinen friedlich zu sein. Sicher? Ja, er tut mir nichts. Grüße. Ah ja, du bist der Captain, ich überlasse das dir. Ja. Hier intelligente Lebewesen. Zwar auf primitivem technischen Level, aber eindeutig intelligent. Ich sehe sie, hier auch. Hallo. Mein Name ist Aeon. Ich komme vom Planeten Erde. Kannst du mich verstehen? Ich bin freundlich. Ich nehme meine Waffe hinunter. Ich glaube, ihre Begrüßung ist ein Klaps auf den Po. Sie klopfen sich auf den Po, glaube ich, um sich zu begrüßen. Und machen diese Geräusche. Die Ampelkarte wird Aeon. eine Bezeichnung. Xentor, bitte lass mich den Erstkontakt in Ruhe abschließen. Grrr. Vielleicht solltest du eben deinen Rufnamen sagen. Man nennt mich auch Nobody, aber ich glaube, er ist friedlich. Er hat sich wieder auf den Po geklopft. Oder er. Ihn juckt's, ich weiß es nicht. Komische Sitten hier. Okay, komm, das ist mir zu merkwürdig. Oh, hörst du diese Töne? Ja, ich höre es. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als bedrohlich. Xentor, hier ist eine Pflanze. Captain? Ja. Ich sehe einen Wurm. Na gut. Aber. Wartet, nicht gleich feuern. Wow, Nein, ich decke dich. Er scheint. scheint passiv zu sein. Ja. Ja, scheint passiv zu sein. Hier ist eine Ressource. Faszinierend. Oh, komm. Ah, es scheint Angst zu haben. Na, großer. Interessanter Fortbewegungsapparat. Wir tun dir schon nichts, großer. Wenn du uns nicht tust, sind wir friedlich. Genau. Oh ja. Leute, ich habe hier komische Pflanzen gesehen. Ich glaube, hier stehen überall komische Pflanzen rum. Eon, Ja. wo ist denn jetzt dieser Platz, den du auserkoren hast? Dieser Platz, er ist weiter in diese Richtung.
Oh ja. Aber vorsichtig, wir hatten ja schon diese komischen Saurier und Spinnen. Ja, schön dich zusammenbleiben, Jungs. Wieder eine Pflanze. Die werden wir dann nachher mal analysieren müssen. Ja. Leute, sammelt mal bitte nichts ein. Sicher? Ich bin gerade aufmerksam geworden, dass durch meinen VR irgendwelche wir reagieren jetzt schon mit dieser fremden Art. Und wir sind, glaube ich, ja, wir sind in ihrem Gebiet, also sollten wir hier nichts anfassen. Haben Okay. einen, scheinen da hinten eine Siedlung dieser Wesen entdeckt zu haben. Gut, dann Nach sollten wir 5 Uhr gehen das. uns nicht zu nahe da ansiedeln. In der Tat. Ah. Zumindest solange wir nicht irgendwie eine Art diplomatischer Beziehung mit ihnen hergestellt haben. Gut. Okay, dann rücken wir schon mal vor in Richtung dem Platz, den du. Wir müssen dann durch ihr Gebiet. Ja, solange Also, wir nichts anfassen. solange wir nichts tun, ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Ja, also am besten nichts anfassen, nichts einsammeln. Genau. Ich empfehle nicht, durch den See zu schwimmen. Wer weiß, was sich da drin tümmelt. Aber wollen wir nicht lieber andersrum gehen? Also gehen wir ziemlich nah an ihr Posten vorbei. Wisst ihr was? Holt wieder die Mopeds raus. Okay. Sagt, wenn ihr bereit seid. Dann Bereit. bereit. Wow, Achtung! Raptor. Eingeborene? Ne, Eingeborene waren das. Ah, hier sind aber auch von denen. Die Tierchen. Oi, oi, Ist durchaus faszinierend, dass auf diesem Planeten diese prähistorischen Lebewesen noch existieren. wartet auf mich, Jungs. Wow, okay. Ah, großer Prädator vor mir. Von mir Wasser. Ah, die Beiz vertragen sich nicht gut mit. Ja, wie man gerade gesehen hat. Gut, ich meine, sie gehen nicht kaputt, aber Achtung, Eon, stopp. sie schalten sich. Oh. Ja, genau das. Wisst ihr was? Das ist nicht das einzige seiner Wow. Art. Du hast Raptoren hinter dir. Achtung. Ja, ab durch die Mitte. Beziehungsweise diese fremdartigen. Ja, gut, okay, die sehen auf der Erde genauso aus. Oder sahen. Eine parallele Entwicklung. Naja, ich muss ja feststellen, durch deine Scan-Sensor ist dieser Planet ja ziemlich erdähnlich. In der Tat. Warum soll er nicht also dieselbe Evolutionsstufe durchlaufen? Selbst Nun, auf der Erde gab es parallele Entwicklungen, mehrmals. wäre möglich, dass wir hier einen Hinweis für die Bestätigung der Panspermium-Theorie gefunden haben. In der Tat, das wäre möglich. Mein VR hat mir ein Siliziumlager angezeigt. Aber ist es nicht noch zu nah am Außenposten von diesen Kreaturen? Ja. Yeah. Ich würde sagen, der ganze Platz ist Tja, ziemlich nah. dann würde ich sagen, weiter in die Richtung. Irgendwann müssen wir ja auf einen geeigneten Platz stoßen. Im grünen Bereich. Aber wir sollten vielleicht den Wald umfahren, sofern möglich. Ja, das ist heute sonnig, nicht das Beste für die Fahrzeuge. Dann tun wir das. Die sind nicht gerade dafür ausgelegt, geländegängige Aktionen durchzuführen. Aber besser mit diesen Geräten unterwegs zu sein als zu Fuß. In der Tat. Also die Augmented Reality ist wirklich klasse. Und diese neuen Anzüge auch. Vorsicht! Ja, Wasser. Na, ich dachte noch, ich könnte zum Fahren, aber leider nein.
Xento, was Interessantes für dich? Schachtelhalm gewechselt. Interessant. Also wenn man nicht zu tief, wenn man nicht zu tief durchs Wasser fährt, geht's eigentlich. Achtung, Eingeborene. Klappst euch auf den Po. Wow, wow, wow. Au, immer noch mehr Eingeborene. Immer auf den Po klapsen. Dieser Planet scheint doch in einem... Vorsicht, ein Predator. Vor allem okay. Ziemlich dichte Fauna hier. Die Größe der Gewächse deutet darauf hin, dass der Planet noch in einem recht frühen Entwicklungsstadium ist. Vorsicht. Also das heißt quasi mehr Sauerstoff als... Ja. Das erklärt auch die Größe der insektoiden Lebensform. Faszinierend. Wahrhaft. Die Eingeborenen scheinen aber schon sich niedergelassen zu haben. Sie sind kein einfachen Wilden mehr. In der Tat. Ja, sie haben sich ziemlich breit gemacht. Ja. Sie haben schon mittelalterliche Fernkampfwaffen wie Armbrüste, wie man. Ich weiß nicht, ob wir uns diesem Gebäude nähern sollten. Vielleicht ist es eine Kultstätte von ihnen. Gut. Wie gesagt, meine Anzugtensoren deuten darauf hin, dass wir keine nennenswerten künstlichen Strukturen mehr in der Gegend haben. Ich glaube, wir könnten lange darüber nachdenken, uns einen Platz zu suchen. Ja. Das klingt ja schon mal vielversprechend. Geht das hier gar nicht so schlecht? Auf der einen Seite haben wir einen dichten Wald, auf der anderen haben wir Gewässer. Und wir haben, wenn man es so sieht, Nachbarn, mit denen man vielleicht erste Kontakte knüpfen könnte. In der Tat. Captain? Ja, ich bin auch dafür. Sehr gut. Dann schlagen wir unser Camp hier auf. Die andere Seite scheint auch sicher zu sein. Wir haben hier auch eine Herde von Tieren, die aber friedlich Xentor. Zu sein scheint. Bitte. Creeper. Wurmartiges Wesen, anderer wurmartig. Wie die letzte. Klingt nicht so. Wow, 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 es ist aggressiv. Es ist definitiv aggressiv. Ein Körperwurm, es sieht aus, als wäre es irgendwie nicht vollständig oder sonst etwas. Ja, es scheint vielleicht ein Prototyp der Evolution. Eon, Achtung hinter dir. Ich hab euch im Auge. Das sieht teilweise neugeboren aus. Meinst du eine Vorstufe des anderen Wurms? Das sieht man da so aus. Nimm sie doch an. Die Haut ist fast durchsichtig. Man kann die Muskeln sehen und alles. Aber vielleicht ist es so eine Art Hybrid. So neuartig. Oder diese Spezies ist einfach zwei unterschiedliche Wege gegangen. Möglich. Ja, jedenfalls ist es aggressiv, sollten wir uns merken. Oh ja, in der Tat. Wir sollten das im Auge behalten. Ich würde vorschlagen, sichern wir das Gelände. Genau. Und kommen jetzt das nicht mehr in Kansas. Wie man so schön sagt. Sicherweise ist der Strand recht flach, was das Bauen von Strukturen relativ einfach machen wird. Ich sehe keinerlei Leben im Wasser außer Flora, aber keine Fauna. Außer diesen seltsamen Wesen. Nennen wir sie Teichrenner oder sowas. Sie scheinen sich nur in Ufernähe aufzuhalten. Also ich will jetzt nicht sarkastisch wirken, aber wie wär's mit Leuchtpo? Wenn Sie wollen. Jedenfalls scheinen sie sich nur in der Nähe des Gewässers aufzuhalten. Ja, es wäre bloß noch interessant rauszukriegen, ob sie friedlich oder angriffslustig sind. Dante, ich werde dies in mein Logbuch eintragen. Dieses Tier wird als Dantes Leuchtpo in die Geschichte eingehen. Nein, das Dantes kannst du weglassen. Zu spät. Ist vermerkt.
Privileg des Captains. Okay, mein Captain, ich schlage jetzt vor als Sicherheitsbeauftragter, wir sammeln uns und planen die nächsten Schritte. Bin ich schon gesammelt?